Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir ein paar Stachelschweine platt gemacht, um eine Medizin für unseren kleinen Bruder herzustellen. Und ja, ich finde die Pose voll putzig. Und ja, sie ist aber eine hübsche, ne, muss man sagen. Und ja, wir haben genug Schweine erledigt und müssen jetzt wieder nach Hause gehen und das Schweinefleisch abgeben. Aber wir machen natürlich noch ein paar Leute platt. Ich habe übrigens was Schönes rausgefunden. Wenn man R3 reindrückt, geht die Kamera ein bisschen weiter weg. Kann euch nah genug bleiben. Na, komm mal her. Boah, so, ein bisschen habe ich den allgemeinen Ton runtergestellt. Aber die Kampfmusik ist natürlich wieder extrem laut, im Gegensatz zu allen anderen. Bis jetzt sind noch muntere Prügelei, ja, mit den Viechern ohne Strategie, aber wir können auch noch nicht viel machen, ne? So, holen wir uns noch mehr Stachelschweinfleisch, ne? Weil warum denn nicht? Wenn euch übrigens der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich möchte lieber nicht zweifeln euch. Und habe ich von hinten angegriffen, aber das hat nichts gebracht. Was macht ihr denn da? Harter Konter. Ne, das bin ich. Ja. Es ist eigentlich so wie in Grace F oder so. Man kann halt nicht unterbrochen angreifen, ne? Verwirrt nur ein bisschen, dass diese Seelenleiste erst blau ist und dann orange und so. Also ich weiß noch nicht genau, was es damit aufzieht. So, bevor ich irgendwie unterlevelt bin oder so, von dem ersten Boss auf die Fresse bekomme, aber will ich erstmal hier noch die Chance ergreifen, die kleinen Viecher jetzt zu erledigen. Ja, automatisch geblockt, ne? Ausgezeichnet. Ich glaube, ich war hier wieder so das einzigartige, wie nennt man das, einzigartige Funktion so in den Kämpfen sein wird, wie mich auch wieder fusionieren kann hier mit Charakteren oder Charaktere im Kampf wechseln kann, also so wie in Grace F oder in Xillia oder weiß ich nicht. Tales of the Abyss gab es ja, Field of Phonons. Und hi. Senkun Sono-san, Ken wo nuita ra mayou na. Hijou no tatakai wa hijou wo motte seisu beshi. So, kann ich jetzt mein Schwert einsetzen? Verborgene Art, okay, jetzt sind mal die hier bei Knopfdruck aktivierten Dinger, nehme ich mal an, ne? Verborgene Art setzen auf Schaden und Angriffsreichweite, aber sie verbrauchen mehr SG als Kriegsart. Sengende Schneide ist effektiv gegen Bestien, erlange einen Vorteil, indem du die Schwachpunkte deines Gegners ausnutzt. Im Kampf mit Art, stelle ich sengende Schneide auf X ein und drücke X, um diese zu benutzen. Verborgene Art, Kriegsart. So, ich soll die auf Dings. Ah. Okay, cool. Wow. Was? Aha. Fehlt so die Mobilität im Moment. Muss ich mich noch gewöhnen. R1 anklicken, kann man wieder ein Ziel wechseln. Ja, ich muss auch Schritte machen, als ich will. Ich setze natürlich den Angriff ein, wenn ich den habe. Dann scheint er mehrere zu treffen. Also das heißt, wow, so. Aua. Die ganze Zeit falsch nicht anvisiert. Kann ich da mehrmals einsetzen? Nö.
Also man kann sich irgendwie analysieren. Schwäche. Schwächen steht nichts. Ah, geht weg. Das ist Fernkampfattacke, ne? Ja. So, drei Spruch. Ah. Ah, geht weg. Ich werde danach ein bisschen ausgezeichnet. So, und jetzt der letzte noch. Aber was ist das? Hm, alles geben? Okay, ich habe mal R3 reingedrückt. So, was ist das? Ha! Level up! Oh Mann!自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ああ、この子の長所でもある。分かってるさ。だがそれでは。 アーサーの先君その読んだよ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかく、これでライフセットの薬代を払えるだろう。<笑>グッドトレックス、イザフ。会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。 薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ。村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん。ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つものだけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も。 なれないのかな、タイマシに。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？パリフルーブラーム。なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。タイマシになるには特別な才能が必要なんだ。だが。 Level up. Okay. Nach der Jagd. So komisch, sie mit dem Charakter zu sehen. Ich glaube, sie wird irgendwann eine riesige Wandlung hinter sich haben. Okay, jetzt ist sie noch so, weil nicht so schön lieb und brav, so zierlich. Aber von dem, was wir schon gesehen haben, vorhin bezweifle ich, dass das so bleibt. Da haben wir ein paar halbe Sterne. Ich weiß natürlich noch nicht, was das bedeutet, aber ich benutze gerne meine Art so lange, bis ich weiß nicht. Ganz viele Sterne ab. Hm. Da kommt man nicht hin, genau. Gut. Dann mein Gott, war das schnell. So. Die Dinger sind schon wieder neu. Wird vertagt.
also mir anzugucken, wie die Dinger, was die Dinger alle machen. Hi. Der Schein am Kap hat keinen Namen. Es ist ein stiller Schein der Ruhe. Das Namenlose schläft dort. Nemo und Imperia schlummern darin. In die Tiefen der Tiefe, in absoluter Schlafe, vergehe. Lass dich auf den Heimweg, ja? Nicht, dass du hinfällst und stirbst. Was? Und am Datten auf dem Meer. Nico, Schokolio no Kaidashi? So, Sochi wa Kari no Kairi? Taidio datta. Tanomoshi ne. あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子なら。なんか、使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいの。あ、いいぞ、ヘプシ。そりゃ買いたいけど。おじさん、櫛乙女価格にならない?ん?いきなりなんだ? いいってニコ。今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。朝にも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで?もしかしてゴーマのせい?町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。このあたりもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの?わからん。届いたとしても 値がいくらになるか。そんな、ニット岩洞国は何やってるわけ?軍隊とかいるでしょ?そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔士なんだし。どうだかな?朝の右手は怪我で動かんのだろ?そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。 薬、もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね?特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするってあれ?本気だったの?もちろん。お願いね。私の人生の一大事なんだから。けど、 おじさんたちに反対されたんでしょ?周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ? Ich mag, wohin das führt. Das ist okay. Oh, Apfelgelee, geil. Und dann liegt da noch was. いそいで帰らなきゃ. Okay, ja, wir müssen die Medizin abgeben, nicht Medizin. Wir müssen nach Hause gehen. Hallo, Hellbild, bist du heute ganz bis zum Schrein gegangen? Ja, das bin ich und ich glaube, dieses Loch wird größer. Das dachte ich mir, wir müssen die Leute von dort fernhalten. Es ist ein ehrlicher Ort und wir sollten uns nicht einmischen, aber wir können auch keine Unfälle riskieren. Und jedenfalls danke für die Information, ich werde das beim nächsten Dorfsammlung erwähnen. Okay, da haben wir wieder... Eben Quests oder Gespräche oder was weiß ich. Orto Toros, Genki Naiwa, ne? So, Nana, ja. Zutto Kona Joshi de Naiteru, ne? Joa, so, Nana, wa. Itzmo no Koto da Kedo, ne? Kono Mai, Nihki Sorotte, Neko no Ruru ni Owarete, Kino Wema de Nihki Sorotte, ne? Tayori Naina. Kaminari ga Natta Yoru, wa. Hatashi no Betto ni Nihki Sorotte. Orto, so wie in Tales of Exilia 2? あんたたち、もっとニコのボディーガードとしての自覚を持ちなさい。期待薄かな。可愛いから許しちゃうんだけど。ベルベットのティッシュって、お姉さんに教わったんだよね。うん。セリカお姉ちゃんのには、一味及ばないんだけどね。十分美味しいって。シンプルだけど、すごく上品な味だし。それは、 生地とチーズに秘密があるのよ。タリエシンの町に持って行っても、きっと評判になるよ。今度二人で作って行商に行かない?お揃いの売り子服とか着て、売り棒は儲かるより、儲かるかな?根拠はないけど、儲かる。あんたが愛想よくすれば、より確実に。
ならやってみてもいいかも。ラフィーにいい冬物を着せてあげたいし、兄さんの革手袋もボロボロだから新しいの。初対しみすぎだよ。気持ちはわかるけど、もっと自分の夢も見ないと。私の夢か、特にないわ。ラフィーと兄さんと静かに暮らせればそれでいいし。まったくもう。けど、だからベルベットのキッシュは美味しいのかもね。Sagt ihr schon mal, im Forsthaus wird nix. Okay, eines Tages wirst du einen Glückspilz noch glücklicher machen, Velvet, da bin ich mir sicher. Hä, wo kommt das denn plötzlich her? Kam mir so in den Sinn, kein Grund gleich aus der Haut zu fahren. Ja. So. So, hallo. Bernstein Klinge. Wie viel Geld habe ich? 100. Ja, kann ich irgendwann verkaufen. Hat geringen medizinischen Wert. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Sachen brauche oder nicht. Ja, hier hat sich auch noch nichts geändert. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es doch nicht, Mann. Gut. Nach Hause, nach Hause. Da kann ich nicht hin. Okay. Ist da noch mal? Nein, okay. Sollte ich speichern? Ich speichere einfach mal. Was? Okay. Keine Ahnung. Beides. Ich habe Zweifel. Egal. Boah. Gut. Dann ab nach Hause und eine Pause. Pause. Erstmal Ding da einstecken. Joink. Muskatnusshämmerler. So, gut. Dann gehen wir nach Hause und bringen den Knirps hier. Die schlechte Nachricht, dass er dann nicht gesund wird. Wahrscheinlich. Wegen des Sounds der Dämonenappell ist das Dorf jetzt nur noch halb so groß wie vor 10 Jahren. Aber die Bevölkerung ist auch auf einem Drittel geschrumpft. Deshalb ist es wenigstens nicht überfüllt. Was ist deine Meinung nach schlimmer? Von Dämonen gefressen werden oder langsam verhungern? Jetzt sag doch nicht sowas. Ja, wenn ich sterbe, soll ich schnell und schmerzlos sein. Wow. Nein, ist auch noch ein Weg. Oder wohnen wir da oben? Ja, wir wohnen hier. Hm. Wer kann das schon wissen? Oh je, ich muss jedenfalls zurück und das Abendessen machen. Achso, da war er. Der Wandel, den die Welt durchmacht, ist besorgniserregend. Aber essen müssen wir trotzdem, stimmt's? Ja. Ich habe dort Schweinefleisch geholt. Heute Abend gibt es Schweinesuppe, Schweinchensuppe. Ist zwar keine Delikatesse, aber es macht satt. Viel schwert ihr zwei darin, aber vergeblich suchen. Ist das in Ordnung, Otelia und Otello? Miau, Mounts. Okay. Oh, da bin ich mit dir durchgeglitscht, egal. Hi. Hoffentlich geht es Lafis bald besser. Danke, wenn sein... Ach, danke, wenn sein Fieber weg ist, kann er wieder spielen. Oh, jemand hat in der Nähe des Dorfs anscheinend ein paar Dämonen gesehen. Versiegeln und alles gut. Verstehe, dann passt du auch gut auf dich auf. Ja, zu dem Busch irgendwie. Hier mit Stacheldraht überziehen. Was weiß ich, das wird es bestimmt bringen. So, ich glaube, wir haben mit allen geredet. Ne? Sie ist doch jetzt schon voraus, sie wird alle sterben. Irgendwie weiß man doch schon, wie die ganzen Tales of Spiele anfangen. Wir müssen irgendwas jagen, damit irgendwie, weiß ich nicht, die Heimat irgendwie verwüstet oder so. Angegriffen und Leute sterben und ja. Richtig herzerwärmende Anfänge immer. Ach, die Grabmäler. セリカ姉さん、もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花、お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんも、あの花を見つけたのに。生まれてたら、この子も。ごめんね、明日、岬で積んでくるから。Da könnt ihr euch beantworten, hätte ich die finden können. In diesem Wald. Ich
würde jetzt mal einfach so sagen, nein, ne? Ich dachte, da war eine Truhe. Aber das war's. Yes. Celery. Celery. Okay, hi. Na? Okaeri, Onee-chan. Ravi, nete nasai te itta no ni. Chotto dake datte ba. Hora, netsu sagatte nai. Sugu gohan no shitaku suru kara, yoko ni nari nasai. Gomen nasai. Nani kore? Rashinban.磁石を利用して方向が分かる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くても分かるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるようにここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱり分かんない。冒険の必須アイテムだよ。 なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？ シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんのせいだ。あんた、本当に精霊の声が聞こえるのね。うん。大魔師の才能なんだって。あんたなら、兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んで、いろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして、 不思議なものをたくさん見たい。狩りだって滝集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど、なってくれなきゃ困るよ。ライフセット。あと20年後くらいで。 そんなにかからない？じゃあ、しっかりしてることを証明して。まず、柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べること。で、苦い薬も、ごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ、料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。 Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich kann tun, was immer ich mir vorgenommen habe. Ha, das ist schon mal gut. Na klar kannst du das. Okay, ich habe da irgendwie das Gespräch weggedrückt. Nein. Den Ofen anmachen. Ofen. Ich kann nicht raus zum Speichern. Okay. Ofen. Nisan ga tsukutta makitte hitsuke ga raku ne. Nani ka kotsu ga aru no kana? Onee-chan. シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると大きくなれないわよ。そうだけど今日は仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしであんたの好きなカレー味にしてあげる。ああ、ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。 Wenn du was sagst, dann wird schon stimmen. Musst du mich nicht fragen. Was ist Curry? Knoblauch. Das ist kein Curry. Da ist Curry, oder? Ja, bitte. So, so. Nico ni jūdaina sōdan sarechatta no. Kondo wa uchi ni tsurete kuru kara. Yoroshiku ne. Aikawarazu naka ga ii ne. Ma ne. Ano koto wa nagai tsukiai da shi. それにしても、あの2個が恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたら、ちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だから、ちょっと年上がいいかもしれないわね。
あと、料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら、大体間違いないと思うわ。もう、何を言ってるの？お姉ちゃんこそ、自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりに、あんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそも、よその男の人を好きになるとか、よくわかんないし。ラフィ、どうしたの？ Okay. Warte, ich komme. Ich komme. Frag mich ja bloß nicht. 大丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うから、ちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん。ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも、仕方ないのよ。弟の心配するのは、お姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってる。けどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない。アーサー兄さんだって、そう願ってるんだ。家族だから。ね。うん。家族だから。ありがとう、ラフィ。やっぱり私は、あんたのためなら、ウリボワを千匹殺したって、後悔しないよ。あっと、いけない。Danke, Sau, weiß nichts mehr zu essen. 夕飯を用意しなきゃね。So, ich kann es kaum warten. Ein schönes Schüssel mit spinatfreien Curry-Eintopf. Okay, Hino, Zenjitsu. Onee-chan ga, hitori de Uribo agari ni itta. Onee-chan no ken ni wa, Arthur niisan no tsugi ni sugoi kara, Uribo wa ni makeru koto wa nai to omou kedo, tsuyo sugite, omuko sagashi ni kurou si sou de shinpai da. Motto.女子力をアピールした方がいいと思うよ。あの子、読まれることを見越して書いてるわね。いや、よし、もう一回なら、おう。いや。Beobachtung zum namenlosen Imperia。あの子、こんな難しそうな本を読んでるの？目が悪くならないかしら。あ、でも、かなり Verteidigung von。Seinen Gegnern senken. Oh. Oh Gott. So, kochen. Wird wohl ein etwas längerer Part, habe ich so das Gefühl. Aber ich muss noch ein paar aufnehmen. Wollte eigentlich schon nachdem wir aufhören. Aber was soll's. Erei, erei.薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ。あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。Ist das ein schönes Familienleben? Hoffentlich wird das durch nichts irgendwie ruiniert. Oh Gott. Warum? Wie gesagt, schon kommen die ersten Leute schreien jetzt hier draußen durch die Gegend.ラフィちょっとどこ行ったの？ロケまさか一人で村に？おお熱下がってないかもしれないのに。おお、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 Geh nach oben in die Denkecke.
Nein, es ist nicht neu gespawnt. Nein. Okay, dann denke ich mal hier in der Ecke nach, was wir als nächstes machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Und dann sage ich Tschüss, bis hoffentlich zur nächsten Folge.